Seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu Heroes of Might and Magic 2, Price of Loyalty. Wir haben beim letzten Mal das Szenario 3 abgeschlossen, Flug des Pfeils, und sind jetzt bei Szenario 5, der Pass des Riesen. Der barbarische Despot in diesem Gebiet weiß, wie bisher, nichts von ihrer Anwesenheit. Bauen sie schnell ihre Streitkräfte auf, bevor sie entdeckt und angegriffen werden. Sichern sie die Region, indem sie alle feindlichen Streitkräfte unterwerfen. Ja, wir haben die Auszeichnung hier bekommen, Elfenbündnis, und anscheinend erhalten wir jetzt von den Elfen Unterstützung. Ich weiß noch nicht genau, ob die dann zu uns kommen oder nicht. Das werden wir dann sehen. Wir haben hier noch die Auswahl zu treffen zwischen 2000 Gold, der Power Axt und Verteidigung plus 2. Ich würde jetzt hier mal die Power Axt nehmen und dann wird auch schon gestartet. Es gibt erstmal jede Menge Ressourcen. Die werden wir jetzt mal mitnehmen. Und holen uns einen zweiten Helden oder hier eine Heldin. Wir spielen diesmal die Ritterfraktion. Okay, Logistik, das ist schon mal nicht schlecht. Viele Goblins. Hier können wir kurz tauschen. Können wir schon den Turnierplatz bauen. Habe ich denn dabei? Okay, das sollte für die Goblins reichen. Viele Droiden. Da wissen wir jetzt nicht genau, ob die eigentlich zu uns kommen oder nicht. Es wurde ja gesagt, dass sie uns eigentlich helfen sollen jetzt. Platz, den habe ich. Was war hier? Schießplatz, Schmiede, Waffenfabrik. Ja. Farm, Bauern brauche ich nicht. Okay. Ich denke, ich werde hier erstmal noch kaufen. Dann nächsten Mal upgraden vielleicht. Jetzt noch zusätzliche Einheiten. Kommen wir noch nicht hin, da können wir auch nicht hin.
Dann bauen wir hier die Statue. Das Einkommen ein bisschen zu erhöhen. Okay, die verschwinden, weil wir ja das Bündnis haben. Das ist gut. Dann schätze ich mal, dass der Druide hier drüben auch weggehen wird. Tag 7. Wir werden erstmal etwas sparen. Weil ich eventuell gerne ja auch die ein unheimliches Klagelieder klingt von den an den Felsen sitzenden Sirenen. Viele ihrer Männer verfallen diesem Zauber in lauchendes Wasser, wo sie ertrinken. Sie sind nach diesem Besuch klüger und erhalten 329 Erfahrungspunkte. Ah, okay. Das war jetzt ja nicht der Plan. So, neue Woche. Das heißt, wir werden jetzt erstmal zurückgehen. Er kann ja hier schon mal einsammeln. Können wir hier noch ein Upgrade machen? Festigung. Ich auch nicht. Jetzt haben wir hier so ein Sammelsurium dabei. Dann gebe ich ihr mal die Elfen. Brauche ich ja jetzt nicht unbedingt. Elfenfabrik upgraden. Es fehlt auf jeden Fall natürlich am Geld. So, jetzt würde ich natürlich gerne hier von meinen Bogenschützen noch ein paar upgraden. Schauen, wie viel ich hier upgraden kann mit meinem Geld. 10 kosten mich 1000. Okay, dann lasse ich das erstmal so. Zauberbuch kannst du dir noch leisten. Das ist gut. Dann können wir auch hier gleich noch die Stufe 2 machen. Blitzstrahl. Das ist auch gut. Okay. Dann ziehen wir mal los. Dann werden wir hier hingehen. Ja, du willst natürlich jetzt angreifen. Das heißt, du hältst dich nicht an das, was verabredet ist.
Aber gut. Leider ein wenig verloren. Aber das ist dann eben so. Wir können mal hier den Marktplatz bauen. Ich greife ich jetzt nicht an. Und dann werden wir hier einsammeln gehen. Den Turnierplatz upgraden. Die können wir auch upgraden. Ein Zauberbuch kannst du dir kaufen. Lass ich sie erstmal drin stehen. Okay, da ist schon der erste Gegner. Ah, ein Abenteurer. Es würde mich freuen, dir für 10 Edelsteine ein wenig von dem beizubringen, das ich mit der Zeit gelernt habe. Vergraben sie einfach neben einem Wurzeln. Habe ich denn überhaupt 10? Hab ich schon, aber ich das ausgeben. Könnte ich mir leisten. So, wo bist du denn? Hast du viele, wenige, viele, einige, mehrere? Okay. Sehen, ob wir dich da aufhalten können. Geht er dann schon wieder? Ah, wir werden. Wir können hier mal weitergehen, hier hoch. Dann könntet ihr euch natürlich nochmal austauschen. Das wäre vielleicht ja auch nicht so schlecht. Und du nimmst die Reiter mit. Leider nicht abgegradet. Die auch nicht. Na gut. Das ist dann jetzt eben so. Wie wir ihn angreifen können. Da haut er dann wieder ab. Das heißt, hier sollten wir nochmal zusehen, dass wir unsere Einheiten upgraden. Hier scheint noch ein Weg zu sein. Da kommt er wieder zurück. Hier ist sicherlich eine Burg oder sowas. Ja. Das sollte man vielleicht mal angreifen. Mal schauen. Wir können hier mal einen Blitzstrahl machen. Ah, ah.
Und da zurückgehen. Ja, die können wir upgraden. Da haben wir alles gekauft. Schauen wir mal, was er macht. Er geht wieder zurück, okay. Hier kommt einer. Könnten wir auch angreifen. Schauen wir mal, was er hier hat. Da würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht viel erstmal investieren. So, was hat er sich da geholt? Das war, glaube ich, die Stadt hier. Ja, genau. Da ist er auch schon wieder weggegangen. Da wird er sicherlich hier unten lang gehen. Scheint auch noch eine Burg zu sein. Kathedrale, ja. Da haben wir leider noch zu wenig Ressourcen. Das ist schlecht. Komme ich leider auch nicht. Dann werden wir hier mal die Einheiten kaufen. Vielleicht da noch Glück. Ich kann ihm da entgegengehen und eventuell für ihn wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber da zumindest mal ein bisschen Abwehr leisten. Auf jeden Fall ihn aber jetzt mal angreifen. So. Okay. Machen wir einen Blitz. Okay, das ist gut. Okay, ein Reiter verloren. Das sollen wir auch gleich angreifen. Okay. Jetzt hat er da schon 9 Trolle. Okay, gut. Da verlieren wir jetzt leider Einheiten. Thank you.
Okay. Die Stadt auch. Frage, wo es hier weitergeht. Hier komme ich anscheinend nicht vorbei. Was hat er denn hier in der Stadt? Ah, hier hat er schon ein bisschen was gebaut. Das ist ganz gut. Die Trolle hat er schon abgegradet. Okay. Ist jetzt zumindest schon mal hier runtergegangen. Also ich werde hier mal einen Hero kaufen. Und mal schauen, ob es hier noch weitergeht. Ja, ist natürlich noch weiter. Das heißt, hier ist wahrscheinlich auch noch eine Burg. Eventuell. Eventuell. Also hier oben brauchen wir nichts machen. Hier wird er uns wahrscheinlich wieder angreifen. Da kommt drauf an, was er da hat. Ah, da hat er auf jeden Fall einen. Ja, okay. Das heißt, ich muss mit ihm eigentlich hier oben bleiben. Und mit dir muss ich die Stellung halten. Muss mal sehen. Mehrere, einige, viele, einige, mehrere. Ist jetzt auch nicht so berauschend, aber ich krieg halt leider den Paladin nicht hin. Zaubersprüche mal, Punkte mal aufladen. Ja, ich denke, ich werde hier einfach erstmal stehen bleiben, oder? Die neue Woche noch mal abwarten. Da oben hat er gleich zwei. Okay, den werde ich angreifen. Da hat er nicht so viel. Okay. Ja, kommst du jetzt oder kommst du nicht? Du wirst wahrscheinlich... Ja, kommen wird auf jeden Fall. Ist die Frage, ob er mich angreift oder nicht. Er geht wieder. Er geht auch wieder. Kann ich dich auf jeden Fall hier angreifen. Ich greife mal da natürlich auch gleich an. Die Schaden. Okay. Da hat er mir schon wieder einen weggenommen.
Okay. Die gehört also auch uns. Ja, jetzt würde ich grundsätzlich auf die neue Woche warten. Hier hat er noch nicht viel gebaut. Das heißt, hier jetzt noch was zu bauen, lohnt dann auch nicht. Dann werden wir hier nochmal die Statue bauen. Und werden uns hier die Goldmine holen. Ja, und dann hat er eigentlich nur noch diese eine Stadt hier. Da komme ich nicht durch. Ja, das heißt, eigentlich sollte das jetzt kein Problem sein. Irgendwo ist noch eine Mine. Ah, da ist noch das Sägewerk. Okay. Gut. Da ist dann die nächste Woche. Ich werde mit dir einfach jetzt hier in Richtung gehen. Hier mit dir hole ich mal noch das Sägewerk. Und du kannst hier die Einheiten kaufen. Den Paladin können wir halt immer nicht bauen. Es gibt anscheinend auch hier keine Kristallmine. Soweit ich jetzt gesehen habe. Ja. Okay, das heißt, du gehst. Ah, du bleibst eigentlich, wo du bist, würde ich sagen. Oder wir könnten hier halt auch in Angriff übergehen. Aber ich würde jetzt ihn einfach mal laufen lassen. Schauen, was er macht. Mit dir gehe ich jetzt hier in die Richtung einfach. So, und dann kannst du in die Stadt gehen. Du kommst sowieso schon hoch. Du weißt schon, was dir blüht. Du kommst mir sogar entgegen. So besser. Sollte ich eigentlich gewinnen. Ah, immerhin 46 hat er. Mal abwarten, was er macht. Schon mal weg. Sehr schön. Dann werde ich einmal warten und werde mich hier mal positionieren. Dann können wir ja, ist eine hohe Moral. Schön für dich. Noch nicht. Oder dann hier noch drei. Okay. So.
Das heißt, wir müssen noch die Stadt hier angreifen und dann sollte es das eigentlich gewesen sein. Ich werde hier sicherheitshalber nochmal rüberkommen. Ich weiß nicht genau, was er hier drin hat. Da nochmal etwas Verstärkung mitnehmen. Sollte eigentlich nicht nötig sein, aber was man hat, hat man. Und dann greifen wir hier an. Okay. Wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber... Ja, okay, Spieler Rot wurde besiegt. Kräger hat bereits das zweite Teil auf Glaive Island gefunden. Sie müssen schnellstens in das nördliche Brachland eilen, um das letzte Artefakt zu suchen. Wenn sie es finden, werden sie den größeren Teil des Ganzen haben und können den Verräter zur Strecke bringen. Unsere Kundschafter sind mit merkwürdigen Erzählungen von grünen Ländereien aus dem verschneiten Brachland zurückgekehrt, aber ob diese Geschichten wahr sind oder bloß Hirngespinste, weiß niemand. Ja. Szenario 6 also. Wir werden dann an der Stelle erstmal die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.